Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wieder gemeinsam mit den Facts. Hallo. Und unsere nächste Aufgabe ist Suche nach Delbert Winters in seinem Zuhause. Und das ist gleich die Straße runter. Ja, ich glaube, da waren wir sogar schon. Ich glaube nämlich auch. Hat Springen einen Cooldown? Kann das sein? Nee. Ah, nee, okay. Da vorne irgendwo. Ah ja, das komische Wohnwagen-ähnliche Ding ist das. Hatten wir doch schon gefunden. Oh, an den Computer müssen wir. Jo, okay. Was sollen wir machen? Trainingsanweisungen. Freiwilligen Training. Fleisch von einer der Kühe aus der Umgebung besorgen, aus Feuer werfen, bis kein Saft mehr austritt. Okay. Rate ein Ribeye Steak. Finde ein Stück Brahminfleisch. Okay, ein Brahmin müssen wir erst killen. Ja. Alter, ist das auf einmal. Ah, hier liegt ein totes Brahmin. Perfekt. Okay, und das müssen wir jetzt einfach wieder bei der Kochstelle wahrscheinlich abkochen. Ja, ich denke. Ist quasi noch Tutorial. Ah ja. Ein Ribeye Steak. Fleisch. Ah ja, hier. Ey, warum kann ich das nicht? Das musst lernen. Ich glaube, das ist das Rezept, was am Boden lag. Lag das da drin, das oder was? Das lag da drin, ja, bei dem. In der Küche, glaube ich. Oh, kacke. Training abschließen. Okay. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Mit welchen Respondern? Ist das egal mit wem? Oh, oder bin ich hier falsch? Ah, ich bin hier falsch, okay. Warte mal eben auf dich. Ja. Irgendwie ist. Hab ich das Rezept schon? Kann schon sein, dass du es hast. Rezepte habe ich alle gelernt. Brauchte man zwei Fleisch für ein Steak? Nee. Nö, eins brauchst du nur. Halt bei Fleisch. Ganz unten gewesen bei mir. Okay. Dann habe ich echt das Rezept nicht. Konnte man das am das Terminal lernen? Was kann sein? Also ich habe es auf jeden Fall irgendwie schon gefunden irgendwo. Ich glaube, irgendwo hier lag das auf jeden Fall. Am Boden vielleicht, neben dem, das da gefunden. Irgendwo hier drin war das auf jeden Fall. Ich glaube nämlich hier in der Küche war das. Oder hier drin.
Sieht schlecht aus, Kacke. Du hast das sicher nicht im Inventar? Ja. Nee, ich habe keine Rezepte im Inventar. Ja, aber das kann ja nicht. Irgendwas ist da Aber faul. ich, bei mir steht auch noch optional, finde ein Stück Ah, Brahmenfleisch. vielleicht deswegen. Also töten wir mal den Brahmin da. Jo. Okay, das ist jetzt abgeschlossen. Schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich es Ah, auch. okay, dann muss man da erst das Fleisch anscheinend haben, dann. Passt, ja. Okay. Abgegeben habe ich das schon. Gut. Okay, weiter. So, Terminal. Anmeldung. Freiwilliger. Responder Hauptquartier kontaktieren. Verbindung abgebrochen. Eine große Meute von Verbrannten hat sich in Bewegung gesetzt und könnte in Richtung unserer Hauptbasis am Flughafen Morgantown unterwegs sein. Okay? So. Untersuche den Flughafen. Oh, Bauplan Jagdgewehr. Okay, eine letzte Abreise. Wo ist denn das jetzt? Also wir könnten jetzt nach Sutton gehen. Aber der Flughafen ist hier links, oder? Also auf der Karte links. Das ist der Flughafen? Nee. Wo ist denn der Flughafen? Oh, der ist recht weit im Norden. Nordöstlich von hier. Ach, da. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal nach Sutton, oder? Nächsten Tagebucheintrag holen. Briefkasten über eine Taschenuhr. Die Frage, wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, da hinten hoch. Der Straße hin, ja, gäbe es theoretisch. Okay. Nee, nee. Hier sieht's nicht gut aus. Oh. Ja, Hier sehr die steil. Straße hin. Ach, gucken wir mal. Was ist denn das hier eigentlich? Huhn oder was auf der Karte? Ja. Ah. Alter. Da bleibt man ja an jedem Stein hängen. Das sieht gut aus.
Jo. Okay. Ein Event wäre wieder cool. Will Loot. Bin ein Goblin. Ja, für Quests gibt's ja auch Loot. Geht's hier eigentlich hin? Ach, geht's hier wieder zum Sendeturm hoch? War der hier? Nee. Oh, da ist was. Ein Scorched. Mehrere Scorched. Mhm. Da rollt ein Kopf. Und der andere. Okay, was ist hier? Oh. Hier hat's wohl einen erwischt. Ach, ist das vielleicht auf der Schatzkarte? Das sieht nämlich so aus, das Gebäude das, hier. Ja, das muss man nochmal nachschauen. Das kann gut sein. Warte mal, ich gucke da jetzt mal nach. Wo war denn das? Bei Holos? Ne, bei Notizen. Hier. Waldschatzkarte 6. Ne, das ist eine Brücke. Was? Oh Gott. Ja, was? Guck mal, was da. Wie das hier aussieht, was man da machen könnte, eventuell. Oh. Und wo man dann auskommt, oben auf dem Turm. Erstmal hier die Sachen untersuchen. Ranger Outfit. Lag hier. Ah, nice. Okay. Also, das gucken wir uns gleich mal an. Kleidung, Ranger Outfit. Lol. Lol? Ein bisschen Ranger. Achso, es sah mega komisch gerade aus. Ich bleib beim Paramedic. Achso, also man kommt wo raus? Oh mein Gott. Ich befürchte Schlimmstes. Wo startet das denn? Hier vorne, oder? Ja. Und wo endet das? Es sah so aus, als wenn es hinten auf dem Turm endet. Wo da die Holzstämme da so rauf führen. Oh Gott. Oh Gott. Hier gibt's auf jeden Fall schon mal Versorgung, falls man runterfällt. Okay. Komm. Wir machen das. Oh nein, ich bin. Nice, Andy. Oh. Ich sollte meine Fresse halten. Ich glaube, das ist in First Person besser. Ich glaube auch fast. Ja, nein. Ich hasse Jump'n'Runs. Nein, ich bin auch gefallen. Gibt's nicht mal Checkpoints, ja, das ey. Das geht. Ich glaube, ohne Sprinten ist besser. Oh no. Okay, wenn man immer gegen die Holzmasten springt, geht das. Mhm. Stimmt.
stimmt, ja. Oh je. Nein. Ich hasse Nein. es. So knapp. Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Verdammte Kacke. Ah, Mann, wieder zu kurz. Darf ich nicht mal mehr den ersten Sprung? Gott. Über die Brücke, oder Ne, was? das über die Brücke schon, aber den auf die erste Plattform. Ja. Oh Mann, bin ich doof jetzt? Oh. Springen wir direkt auf die zweite Plattform. Ja, das habe ich ja versucht. Was? Eigentlich war ich drauf, aber okay. Ich glaube, irgendwas ist gerade neben mir runtergefallen. Nee. Den nur so angehört. Ja, ich war, glaube ich, über dir gerade. Ich war schon wieder drauf und trotzdem fliege ich runter. Was ist denn das jetzt? Bethesda hasst mich. Man muss ja auch unbedingt eine Jump'n'Run-Part ins Spiel einbauen. Ja, der ist nicht gerade einfach. Uff. So weitergeht, sterbe ich hier wirklich noch. Na? Oh. Oh. Okay, da bin ich schon mal. Okay, da gibt es die nächste Heilung. Oh, Das geht jetzt Jesus. nicht, ja. Ja, genau. Genau, Spiel. Ich geb's auf. Okay, dann ist das auch mein letzter Versuch. Hey, ich probiere das jetzt weiter, bis ich schaff. Auch wenn die Folge 10 Stunden dauert. Was sie dauern wird. Ja. Das sind Loot Goblins. Wir springen auch für Loot. Ja, so wie dieses so nur ein Zettel, da steht HH drauf oder so. Ja, MFG Bethesda Games. Oder Bethesda Studios, wie auch immer die heißt. So weit war ich noch nicht. Nein, beim letzten Baum bin ich umgefallen. What? Warte mal, Steampacks kann man sich auf den Quickslot legen, ne? Das ist auf H Das ist auf standardmäßig. H standardmäßig. Erstmal ein Steampack usen. Das ist doch eine Frechheit.
keine Ausdauer. Bei mir wird ein Fuchs angezeigt. Ja, bei mir auch. Okay. Das geht ja jetzt schon mal. Da darf man halt die Seile nicht berühren, ne? Mhm. Lol. Einfach mal hängen geblieben. Also das mit den Baumstämmen ist nervig. Ah. Nein! Oh Gott! Vom letzten Baum schon mal auf die Plattform und mich verkackt. Gibt's da nicht. Was ist hier los? Warum schaffe ich den Sprung nicht? Und wer hat hier eigentlich einen Felsen hingemacht? Kommt die Verzweiflung schon durch? Oh Gott sei Dank. Uiuiui. Ach, Mann! Jetzt schaffe ich nicht mal mehr den Part. Ich hänge mich irgendwo hin. Und bleib dann da. Wenn ich das Jump and Run geschafft habe, habe ich das Spiel durchgespielt, damit es wieder deinstalliert. Jesus. Ich bin am vorletzten scheiß Baumstamm. Warte jetzt hier. Ich trau mich nicht. Hey. Oh Gott. Ja, spring halt rüber. Und sag mir, ob es sich wenigstens lohnt. Oh Gott sei Dank. Kletterpark Notiz. Ja, als Kind haben sie mich 9 Jahre lang ausgelacht, weil ich Turnunterricht hatte. Aber wer lacht jetzt? Ich. Ja, geil. Mehr ist da nicht? So, was ist hier noch? Doch, hier liegen noch Kronkorkenvorrat. Okay, dann sollte ich vielleicht doch da hoch, ne? Ich will es aber nicht aufheben, weil ich glaube, das liegt nämlich nur hier so rum, dass dann für dich noch da ist. Ich probiere es jetzt noch 3-mal. 3 Versuche, aber ich werde es eh nicht schaffen, weil ich bei diesen komischen Baumstämmen da verkacken werde. Aber wirklich viel liegt hier jetzt nicht. Ich bin zwar gesprungen, aber es zählt wieder mal nicht. Das Spiel sagt Nope.
Ja, okay, ich bin schon runtergefallen. Ich lasse es bleiben. Nee, nee, ich habe gerade die Nerven nicht. 14 Kronkorken machen das. Ich habe gerade die Nerven dafür echt nicht. Da. Super, die zwei Stimpaks, die da oben waren, die muss ich jetzt einsetzen. Nice. Kurzes Standbild gehabt. Wie viel Stärke wirst du denn skillen? Ich weiß nicht, ich werde jetzt erstmal auf 4 oder 5 Stärke und dann gehe ich auf andere Sachen. Aber später im Endgame hat man das bestimmt auf 10 oder so. Okay. Oh, hat jemand eine Base gebaut. Ja. Kann man die Kiste auch so ran? Einfach so? Ja, es sind aber deine Sachen drin, die Ja. kannst du dann auch ablegen. Okay, was? Genau. Schrott. Okay, dann werfe ich das einfach mal alles da rein. Ich schmeiße auch Munition, die ich jetzt gerade nicht brauche, schmeiße ich sie jetzt auch mal rein. Nicht, dass der jetzt kommt und es abknallt. Okay, das ist schon mal gut. Achso, ich wollte das eigentlich reinpacken. Holus Diverses. Einmal der Haarklammer Schießpulver. Hilfsmittel. Kleidung. Ja, Munition, die wir gerade nicht brauchen. Was braucht man für das Gewehr? 44er? Ich glaube 308er. 308. Ja, Tatsache, 308. Okay, ich habe jetzt wieder Platz. Das ist gut. Während der Fex noch am Ausmisten ist, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.